Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind hier ein bisschen am Rande der Map in Gorsdorf-Hemsendorf. Doch, Rande der Map, stimmt schon. ja, mir ist gerade aufgefallen, die haben nicht mal einen Güterbahnhof, die armen Leute. Das gleiche gilt für hier vorne. Jetzt muss ich gucken, hier unten war es. Langenberg, die haben auch keinen, oder habe ich bloß keinen gesehen? Nö. Das ist definitiv kein Güterbahnhof. Nö, wir haben auch keinen. Die brauchen natürlich auch noch Güter. Das werden wir dann demnächst mal einrichten. Jetzt machen wir aber erstmal zwei, drei Sachen, die noch zu tun sind. Nämlich in Deetz. Da müssen wir mal schnell gucken. Da stimmt was am Bahnhof nicht. Hieß es, dass da eine Linie bzw. Linien das gleiche Gleis nutzen. Hier wird eh, oh, fleißig gestanden. Das liegt an diesem Kreuz. Das haben wir aber schon angesprochen. Das lässt sich nicht groß verhindern. Da hier ein Teil der Züge hier rüber möchte. Der andere möchte hier in den Bahnhof rein. Von da hinten kommt auch noch einer. Das Wichtige wäre einfach, dass die sich früher oder später dann bewegen. Ich glaube, das liegt jetzt aber auch noch ein bisschen daran, dass eben, ich glaube, die beiden Linien haben hier eine gemeinsame Gleisnutzung. Ja, jetzt fährt der auch los. Der wird dann auch bald können. Wir gucken mal. Ja, sieht man gleich. Okay, das heißt, ich würde mal sagen, Linie blau. Ist das die hier? Jawohl, die wechselt hier rüber. Das heißt, wir bräuchten hier einen Wegpunkt. Das führt uns wieder dazu. Eben, eigentlich sollte man bei jedem Bahnhof, da haben wir noch einen Tunnel, deswegen dieses schwarze Teil, bei jedem Bahnhof wirklich einen Wegpunkt setzen und die Züge dazu zwingen, diesen Bahnsteig zu verwenden. Dann tun sie das nämlich auch. Dann wechselt das auch nicht. Und das machen wir jetzt halt nach und nach, weil wir es zu Beginn nicht gemacht haben, leider. Deetz. Also wir sind vor Deetz nach Messeko. Wollten wir dann eben hier rein. Und das funktioniert auch soweit. Gut, können wir zumachen. Laufen tut das Spiel schon. Jetzt ist der natürlich falsch, aber das wird sich hoffentlich regeln. Hier, dass wir überall diese Überkapazitäten haben, das wissen wir. Das ist aber eh gut. Also wenn natürlich die Nachfrage höher ist wie das Angebot, das ist gut fürs Geschäft. Ganz klar. Das Gegenteil haben wir ja hier hinten in Heisenberg City beim Flughafen. Hier, da ist einfach, da ist tatsächlich immer noch niemand. Da ist, ja, das Angebot größer als die Nachfrage. Aber das führt mich jetzt gleich zum nächsten, nämlich diese Buslinie. Die ist ja so eigentlich, ja, sie ist nicht sinnlos, weil sie bringt die Passagiere von hier unten von der Stadt zum Flughafen. Aber sie bringt nicht viel, weil die natürlich leer fahren, wenn hier oben der Flughafen nicht richtig funktioniert. Das können wir aber auch ändern. Wir haben hier nämlich einen neuen Stadtteil. Warum nicht die Leute von hier in die Stadt reinbringen? Das würde heißen, hier einfach eine Bushaltestelle hinpacken. Wir nehmen mal die hier. Machen wir sie mal hier hin. Wunderbar. Du kommst wie gerufen. Denn das müssen wir natürlich noch eintragen. Neue Haltestelle. Das wäre dann einmal hier. Und einmal danach. Auf dem Rückweg wieder. Stimmt das? Jawohl. Königsberger Straße. Perfekt. Kleine Übung. Wahrscheinlich mit eher großer Wirkung. Denn jetzt fahren diese Busse wahrscheinlich definitiv nicht leer. Zumindest nicht von hier in die Stadt rein und zurück. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Gut, dann haben wir noch, was ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, dass hier die Steine sich türmen. Wir gucken mal, was hier los ist, sobald geladen wurde. So, ja, was ist hier los? Wir haben zwei Züge. Steht ihr zu lange oder was habt ihr für ein Problemchen? Wir können ja mal gucken. Die sind halt extrem langsam. 40 km/h haben die. Sind die so leistungsschwach? Da habe ich jetzt gar nicht so darauf geachtet. Ich weiß, dass ich beim Fahrzeugersatz, den ich jeweils nach so nach zwei, drei Folgen im Off, also wenn ich nicht aufnehme, ändere ich den. Beziehungsweise dann wird der installiert bei Linien, die wir noch nicht hatten. Und hier habe ich dann eben eine andere Lok genommen. Das, die kommen nicht in die Gänge. 45 km/h, das ist natürlich schon. Zumindest hier ist noch zweigleisig auch noch. Hier wird auch nochmal gebremst, da müssen wir vielleicht dann zu vier Linien greifen, zu vier Gleisen greifen. Der Kollege ist hier. Ja, wisst ihr was, wir machen das so, wir ersetzen diese Lokomotiven jetzt. Dass sie jetzt ganz stehen bleibt, liegt hinter an der Lok. Das liegt natürlich, da ist er. Das liegt natürlich daran, dass er eben warten muss. Wir ersetzen die trotzdem. Da wir ja den Fahrzeugersatz eben schon geregelt haben, haben wir hier schon ein neues Fahrzeug. Hier, genau. Die V200003. Machen wir einfach sofort ersetzen, investieren die 20 Millionen und wunderbar, sobald sie das nächste Mal beim Bahnhof ankommen, haben wir diese neuen Lokomotiven. Mal gucken, ob das
viel bringt. Sonst eben, wenn wir sehen, dass da unten die Steine weiter liegen bleiben, dann werden wir ganz einfach hier vier Gleise legen und denen eigene Gleise zur Verfügung stellen. Gut, hätten wir. Hier oben blinkt es mal wieder. Ja, ja, überall Zeug und Sachen lassen wir. Weil das hat, wie gesagt, das hat alles mit den Schiffen zu tun. Und das werden wir jetzt heute angehen. Wir haben aber noch nichts mehr. Okay, also was heißt nichts mehr? Wir haben noch viel zu tun. Aber jetzt nehmen wir uns mal der Schiff-Thematik an. Da hatten die Kommentare schon einmal mehr recht, dass ich da am falschen Ort gespart habe. Wobei, das war weniger ein Sparen, als eben, ich wollte nicht, dass diese Schiffe alle halb leer rumfahren. Deswegen nicht pro Linie 7 Schiffe. Wenn man natürlich nur eins hat, wenn das dann hier ankommt, das wird voll beladen, definitiv. Aber da hat man dann, ja, halt im Gegenzug, dass überall die Waren liegen bleiben und das Ganze nicht richtig funktioniert. Jetzt hier sieht man, wir haben hier tonnenweise Kunststoff. Hier haben wir gerade so ein Schiff, das muss warten, weil der Kollege da ist. Wir werden, wenn das Schiff jetzt hier oben ist, kaufen wir das andere hier unten. Wir werden diese Linie mal noch mit zwei weiteren Schiffen bestücken. Leisten können wir es uns ja. Und wir haben jetzt gesehen, das ist so einfach nicht wirklich ideal. Wo hatten wir es denn? Kunststoff. Einmal, wir machen gleich mal zwei Schiffe. Linie zuweisen. Kunststoffwarenschiff. Okay. Das ist jetzt aber erst Teil 1. Die Waren. Okay, das können wir, glaube ich, mal so lassen. Dass hier die Waren gehen nur nach Hamburg, so wie das hier aussieht. Und das kommt gerade an, das Schiff mit einer Kapazität von 250. Hier liegen 94 Waren, das können wir bleiben lassen. Aber jetzt hier zum Beispiel, hier ist eigentlich auch nicht viel los. Hier wurde aber auch gerade abgeholt, der hat aber auch nichts. Ja, aber das scheint dann nicht wirklich ideal zu sein hier. Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Ja, aber dann gebt doch wenigstens denen, welche da sind. Ach, fünf Bretterchen hat er bekommen. Okay. Ich muss mal die Linie haben, sonst verstärken wir hier halt auch. Also, das wäre schief. Und wäre dann Bretter-Unzenberg. Stimmt das? Bist du Bretter-Unzenberg? Jawohl, da haben wir. Da haben wir drei Schiffe. Das würde ich eigentlich glatt mal bleiben lassen. Ja, das lassen wir. Dann haben wir hier oben die. Und wir haben hier hinten aber noch genau Getreide und Co. per Schiff. 100 Getreide. Und hier liegt noch Getreide rum. Das heißt, wir könnten hier nochmal so eine Klondike gebrauchen. Der fährt da gerade los. Wo fährt der hin? Der fährt nachher hinten. Da ist der andere Kollege. Jetzt bräuchten wir in der Mitte eine Werft, damit wir das halbwegs aufteilen können. Sonst, ja, wenn die jetzt hier rausfährt und die eh schon wartet, das ist nicht so ideal. Da machen wir doch glatt hier hinten nochmal eine. Man kann natürlich eine Werft auch einfach mitten in die Gegend reinstellen. Die muss ja nicht unbedingt beim Hafen sein. Deswegen, warum nicht zum Beispiel hier? Dann haben wir die Schiffe doch ein bisschen verteilt. So, einmal drehen. Dann haben die hier zwar noch keinen Hafen, der kommt wahrscheinlich auch irgendwann. Aber sie haben immerhin eine Werft. So, gucken, dass wir da den Gleis nicht in die Quere kommen da oben. Ja, machen wir mal so. Schiff kaufen. Klondike. Ahoi. So. Zweimal, einmal. Ich würde mal sagen, wir machen mal zweimal. Hat die... Ist die eingestellt auf Automatik? Ich weiß es gerade nicht. Ich bräuchte ganz kurz im Moment nochmal die Linie. Wir machen mal Pause, sonst kommt uns das andere Schiff zu nahe. Ja, die ist eingestellt tatsächlich auf Getreide. Getreide, Getreide, Getreide. Ja, einmal, zweimal. Und das wäre dann die Linie. Getreideschiff Elgersberg. Okay, lassen wir laufen. Und dann könnt ihr raus. Und dann verteilt euch bitte noch ein bisschen. Sonst haben wir hier an Schiffen eigentlich nicht mehr viel hier unten in Hamburg. Hier sehen wir, hier stapeln sich ein bisschen die Waren. Das liegt aber an den LKWs. Sieht man auch hier 117. Okay, müssen wir mal gucken. Was machen die genau? Falsch, das war hier. Okay. Ja, es sind ein bisschen wenig LKWs. Und das ist, sagen wir mal, noch die alte Variante. Okay. Wo müsst ihr hin? Ihr fahrt hier über die Brücke. Ja, ihr fahrt natürlich mitten in die Stadt rein. Das ist natürlich auch klar. Guck mal, hier haben wir das Ähnliche, wie wir es natürlich in Wien hatten. Ja, geht zwar noch. Aber, oh, die müssen aber auch ziemlich weit.
Da müssen wir, glaube ich, wir machen das folgendermaßen, sobald sich das Spiel wieder gefangen hat. Wir werden hier auch das mit dem Linienersatz machen. Wo bist du, LKW? Wir hatten dich doch gerade. So. Waren LKW Hamburg, Fahrzeugersatz, du kommst weg, weil wir brauchen hier was Tatkräftigeres sozusagen. Was haben wir hier alles? Das muss jetzt nicht unbedingt so ein 40-Tonner sein. Der verstopft mir zu sehr die Straße. Solange wir hier zuweisen, dass er Waren transportieren soll. Aber wir haben ja die Kapazitäten. Dann natürlich nicht bei diesen älteren Teilen. Waren. 24, okay, der würde funktionieren. Dann stellen wir hier gleich mal auf Waren. Okay. Und machen sofort ersetzen. Kostet nicht mal eine Million. Das können wir uns dicke leisten. Gut, so kommen die Waren hier dann auch weg. Leute haben wir hier halt auch in rauen Massen, ganz klar. Das werden wir uns ansehen. Aber ich möchte jetzt erst, ich habe gesagt eben, dass wir das nach und nach hier betrachten, ob wir da neue Züge und so weiter installieren müssen oder wie wir das in den Griff kriegen. Wir werden immer wieder zu den Gütern zurückkehren, weil wir einfach viel, viel mehr Güter in die Städte transportieren müssen als Passagiere. Passagiere gibt es nur einmal. Das sind einfach die Passagiere und Güter bzw. Waren gibt es eben 6 verschiedene Sorten. Und jetzt genau hier in Langenberg, hier möchte ich einen Güterbahnhof installieren. Und zwar den ersten gebogenen, den wir haben, jetzt wo wir wissen, dass es geht, beziehungsweise ich weiß, dass es geht. Jetzt mittlerweile, ihr wusstet es vielleicht schon vorher, so war das gemeint. Jetzt ist die Frage, wo macht hier ein gebogener Güterbahnhof am ehesten Sinn? Wir gucken mal, wir schnappen uns mal ein. Güterbahnhof. Cargo Container Station. Hätten wir hier natürlich noch. Ich möchte die nur nicht überstrapazieren. Von wegen, dass wir sie dann in jeder Stadt haben. Vielleicht einen Kopfbahnhof getreten? Wir schauen mal. Also Gleise, ganz klar 6. Ich mache aber immer 7. Wir haben zwar nur 6 Güter, aber dieses 7. Gleis, das können wir natürlich später auch brauchen, um einen Fegzug zu installieren. Bahnsteiglänge machen wir 200, 320 Meter. Wir nehmen uns dann einfach den Platz und jetzt hier unten haben wir Kurvata. Das ist eben dieses Gedrehte. Wenn wir dich mal hier in die Richtung kurvaten, dann guckst du so. Okay, jetzt drehen wir dich mal. Zum Beispiel hier dazwischen, weil wir hier einfach schön Platz haben. Terra-Angleichung. Ja, da macht er eine üble Grube. Schade eigentlich. Geht hier nicht. Geht hier auch nicht, wenn wir nicht die Straße berühren. Ich muss mal Pause machen, damit wir hier, wenn wir das an der Angel haben, trotzdem ein bisschen Performance haben. Hier wird es gehen. Macht eigentlich keinen großen Sinn, das hier so zu drehen. Wo macht es denn Sinn, den Bahnhof zu drehen? Damit das wirklich auch eben ein bisschen, ja, keine Ahnung, eben halt Sinn macht. Ganz einfach. Sonst haben wir einfach einen gedrehten Bahnhof irgendwo im Schilf. Braucht kein Mensch. Hier wird es eigentlich natürlich in die andere Richtung. Hier wird es aber eigentlich durchaus Sinn machen. Da müssen wir hier noch kurz die Richtung ändern. So, Moment. Und dann irgendwie so hier rein, beziehungsweise ein bisschen mehr gedreht noch. Die Straßen kommen dann natürlich weg. Ja, das ist zum Beispiel, das finde ich jetzt gar nicht schlecht. Das kann man so machen. Gut, also, kann ich dich so bauen? Nee, Terra-Angleichung nicht möglich. Das würde heißen, das funktioniert auch nicht, wenn wir hier das Sträßchen opfern. Sehe ich das richtig? Wir gucken nochmal. Terra-Angleichung nicht möglich. Das ist, weil da wieder so ein oller Hugel ist. Wie kriegen wir das denn weg? Sollen wir hier ein bisschen Terraforming machen? Wir können das ja mal versuchen, ob das überhaupt geht. Also, wenn ich hier das Ganze ein bisschen absenke, angleiche, ja, dann kann ich aber auch das hier nehmen mit dem größeren Wischmob. Kostet natürlich Geld, da muss man ein bisschen aufpassen, vor allem zu Beginn des Spiels. Also, wenn man auch nicht viel Geld hat, dann sollte man nicht wie ein wahnsinniger Terraforming betreiben. Das geht schon ins Geld. Jetzt bei uns spielt es beim besten Willen keine Rolle mehr. Wenn man hier 8 Milliarden hat, mal jetzt doch mal noch, dass wir hier ein bisschen graben. So, klingt bedrohlich. ja, wieder ausgleichen wollte ich. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr, ja, Ebene.
Bahnhof und hier wieder reindrehen. Und das hat irgendwie überhaupt nichts gebracht, komischerweise. Terrangleichung nicht möglich. Das kann ja eigentlich nur daran liegen, dass da hinten noch ein Teil aufgeschüttet werden muss. Aber das ist ja nicht viel. Oder liegt es daran, dass er zu krumm, also dass hier die Gegend zu krumm ist, dass er unten zu viel aufschütten muss im Vergleich zu oben. Kann auch sein. Dann müssen wir halt gucken. Dann machen wir dich eben doch irgendwo anders hin. Ist jetzt zwar schade, aber mal gucken. Und ich möchte ihn jetzt, ja, ich möchte ihn jetzt gedreht haben. Wenn wir jetzt schon gedrehte Bahnhöfe machen können, Güterbahnhöfe, dann sollten wir das auch tun. Das ist in die falsche Richtung. Das ist eigentlich auch wahr. Nochmal einmal um die eigene Achse. Hier Curvata wieder ändern. So, das würde zumindest gehen in Sachen Terra-Dingens. Er wäre dann halt, ja, irgendwie wäre er dann halt hier. Das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Dann hätten wir da den Straßenanschluss. Wir könnten dich auch hier oben hin machen. Und die Straße dran vorbeiführen. Das wäre vielleicht schon eine Idee. Dann bauen sie da. Also, halt drehen. So, zum Beispiel so. Oh, dann sind da die ganzen Häuser fällig. Sehe ich das richtig oder? Nee, das zeigt nur an, dass die im Gebiet sind, das bedient wird. Okay, so. Wäre eine Idee. Dann kann man da... Ja, das machen wir glatt mal. Okay, Hallöchen, herzlich willkommen. Gut. Straße vorbeiziehen. Machen wir auch gleich mal. Kleine Straße. Dann machen wir mal eine mittlere. Aber eben nicht jetzt hier so. Sonst können sie hier nicht bauen. Die Idee wäre schon, dass wir das irgendwie so gebogen so machen, dass sie jetzt hier noch Häuser dazwischen stellen. Ungefähr plus minus so. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß natürlich nicht. Hier werden sie auch bauen können. Und jetzt müssen wir hier aber irgendwie rein. Das heißt, hier wird es dann halt ein, zwei Gebäude zerlegen. Ja, die beiden. Gut, okay. Das Haus ist eigentlich auch, ja, im Prinzip falsch. Da kann man da neben nichts mehr hinstellen. Da auch nicht. Das müsste eigentlich auch noch weg. Wisst ihr, was machen wir auch noch weg? Ich sage noch, ich erkläre noch, warum es weg müsste und mache es nicht weg. Doch, das muss weg. Das sollen sie so bauen, dass sie zwei daneben kriegen. Oder, ja, die andere Sache ist natürlich, dass wir hier noch ein Güterteil brauchen. So eine LKW. Eine LKW-Station. Sowas zum Beispiel. Das Ding ist halt riesengroß. Da vorne sind die Gleise. Finger weg. Hier müssten wir wieder noch bauen. Beziehungsweise abreißen. Schauen wir doch mal mit sowas Kleinerem. Ob wir das nicht irgendwie hier so reindrehen können. Ohne, dass da viel kaputt geht. Ja, da ist halt eben die Straße natürlich jetzt im Weg. Aber die möchte ich so lassen. Das habe ich ja gerade eigentlich auch erklärt, warum. Was wir machen könnten, ist, wenn wir hier zweiten Straßenanschluss legen. Dann können wir hier oben das Ganze hinpacken. Machen wir das doch so. Ist viel einfacher. Jetzt kriegen wir den vielleicht doch hier irgendwie rein, so dass wir da noch rankommen. Ach so, Moment, anschließend müsste man das gute Stück natürlich auch noch. Das bringt sonst nicht viel. Oh, und das, guck mal an, das scheint ja ein Problem zu geben. Kommen wir da nicht rein? Nehmen wir das nochmal weg. So, gehen wir hier rein. Dann geht's nämlich. Das darf aber tatsächlich nochmal ein bisschen breiter sein, das Ganze. Okay, und jetzt gehen wir hier mit dir wieder hier rein. So, das passt auch. Jetzt können wir gucken, ob das reicht oder nicht. Wenn wir ihn hinkriegen, das ist dann die andere Frage. Hier wird es gehen und das würde reichen für den Anschluss. Wenn ich dich noch ein bisschen reindrehe, dann möchte er wieder irgendwelche Gebäude entfernen. Das möchte ich natürlich nicht. Und er ist so auch nicht mehr parallel zur Straße. Das ist eigentlich doof. Ich muss den nicht parallel nach unten bündig haben zu den Häusern, sondern wenn, dann natürlich parallel zur Straße. Nämlich so. Gerne noch ein bisschen ran. Und dann können sie hier ja immer noch bauen. So, das ist nämlich schon ein sehr, sehr cooles Teil. Gut, hätten wir. Was jetzt natürlich noch fehlt, das sind die Güterzüge. Das wäre aber eigentlich eine relativ einfache Aufgabe, denn wir haben hier in Heisenberg City, was haben wir hier genau? Nicht, dass wir irgendwas falsch machen. Mal alle. Baumaterial, okay. Ganz klar, das kommt von da oben. Diese Strecke, die können wir eins zu eins übernehmen. Also wir müssen hier nur noch einen Anschluss machen mit den Gleisen hier rein. Dann gibt es hier halt nochmal ein paar Züge, aber dann haben wir Verkehr.
Das ist ja auch okay. Also Baumaterial hätten wir hier. Ob wir genug haben, das werden wir sehen. Sonst müssen wir hier mit Schlacke und Stein eben noch mal ein bisschen arbeiten. So, ich lasse mal wieder laufen, damit wir auch ein bisschen was sehen. Ja, jetzt waren wir halt die ganze Zeit im Pausenmodus. Da kann ich jetzt nicht gucken, ob sich viel getan hat mit den Steinen. Das wird kaum der Fall sein. Das ist Baumaterial Weißwasser. Ich brauche mal die Linie, die hier. So, wo geht die lang? Aha, ah genau, das ist diese kurvige. Hier kommen jetzt also zusätzliche Züge rauf. Das geht dann hier runter. Hier rüber. Und dann sind wir hier, man glaubt es nicht, tatsächlich auf dem falschen Gleis. Ja, weil hier die ICE-Strecke ist. Also das heißt, ganz einfach, wir werden hier nicht mit Weichen rüber, sondern ja, halt mit einer Brücke oder mit einer Unterführung. Wahrscheinlich, wenn man hier guckt. Ja, das ist noch schwierig zu sagen, was hier mehr Sinn macht. Wir können ja vom Bahnhof aus mal gucken. Das können wir eigentlich wegnehmen. Ein Gleis. Schnelles Gleis. Irgendwie kommen wir von da hinten auch noch wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt halt wieder schwierig zu sagen, welches Gleis ja ideal ist. Aber am besten ist einfach, man macht entsprechend irgendwie so ein kleines Gleisvorfeld. Und die Straße, ja, für die sehe ich dann eher schwarz. So, mit dir gehen wir auch noch hier raus. Und dann gehen wir mal in die beiden Gleise rein. Das ist sowieso nicht schlecht, wenn wir das so machen. Dann reservieren wir hier. Das heißt, dann kommen sie nicht auf die Idee, dass sie uns hier wieder Häuser hinstellen. Wir haben noch ein paar so Güterbahnhöfe, die sind komplett zugebaut. Sagenhaft. Die müssen wir dann irgendwann mal noch ausgraben. Okay, das geht gleich gar nicht. Dann müssen wir das tatsächlich hier mit der Straße ändern. Dann muss ich aber nochmal kurz Pause machen. So, die Straße dann nicht vergessen. Jetzt werden wir uns erstmal darum bemühen, in das Gleis dort reinzukommen. Was passiert, wenn ich so mache? Dann macht er eine Kreuzung. Das wollen wir nicht. Oh, haben wir schon maximale Senkung? Okay, dann machen wir es in die andere Richtung. Wir gehen rauf. Und hier rüber. Und wollen dann aber mit einer ordentlichen Kurve eigentlich hier unten rein. Da müssen wir eher aufpassen. Hier teilt sich die Strecke. Das ist jetzt auch nicht ohne. Wie am besten? Vielleicht hier so ein bisschen so raus, dass wir dann hier zur Kurve ansetzen können. Und nicht diese Holzbrücke. Oh, es gibt noch neue Brücken. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie das hier funktioniert. Geladen habe ich es. Und zwar solche, das war ein witziger Kommentar, wo man unten sozusagen hier diesen, ja, dieses Gitter hat. Und dann stand, das wäre doch schön für dich, Heisenberg. Dann hast du deine Gitter und wir haben trotzdem freie Sicht, wenn wir mit den Zügen mitfahren. Fand ich sehr nett. Ich habe sie auch runtergeladen. Aber, ja, wo ist die jetzt? Also ich sehe hier keine Einstellung. Das muss ich aber nochmal kontrollieren. Das ist er auch nicht. Kann ich hier irgendwie das Ganze drehen? Nö. Hier gibt es nichts zu drehen. Gut. Aber hat schon zusätzliche Brücken haben. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Aha, das ist eigentlich das, was ich runtergeladen hatte. Okay, das ist einfach ein Betonteil. Ah, jetzt, ich glaube, ich weiß, wie man das natürlich machen kann, indem man einfach den Anfang so baut und dann übergeht in die andere Brücke, sozusagen in die normale. Wo war das? Genau, das ist schon cool. Das ist ganz edel, aber das brauchen wir jetzt hier eigentlich gerade nicht. Aber cool, habe ich es gefunden. Passt. Und welche Brücke nehmen wir denn jetzt? Das haben wir noch nicht geklärt. Das sind halt eben, das sind für mich halt Güterzugbrücken. Aber da sehen wir wieder nichts, wenn wir mitfahren. Sollen wir mal einen Kompromiss machen? Stein, 90 km/h, ein Güterzug. Eine alte Brücke von früher mit einem modernen Güterbahnhof. Warum nicht? Dann kann er halt erst da unten dann Tempo aufnehmen. Würde ich mal machen. Machen wir es mal so oder sollen wir das so machen? Dann kommen wir mit der Straße nicht mehr lang. Oder halt eben doch. Ich gucke nochmal, wie das aussieht. Moment. Wenn ich es finde. Wo war denn das jetzt gleich nochmal? Hier. Das hat schon was. Das hat was wirklich Fettes irgendwie. Sollen wir es mal machen? Wir machen das mal hier. Wenn wir ja eh mit der Straße dann unten durchgehen. Aber nur den Anfang hätte ich gerne so. Und dann soll es in eine normale Brücke übergehen. Also man darf das auch nicht falsch sehen. Das geht nicht so weit runter. Das ist unter der Erde hier. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Das wäre dann einfach hier, dieser Bereich, der ist dann mit Beton.
ja, wir machen das mal. Dann sehen wir, wie es aussieht. In die Richtung passt auch. Und jetzt können wir natürlich von hier aus... Seht ihr? Das ist doch eigentlich relativ nett. Jetzt können wir von hier aus dann die Brücke machen. Wir wissen zwar immer noch nicht, welche. Ja, ja. Ich würde halt tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, wieder zu der hier neigen. Da könnte man sogar noch mit der Straße unten durch. Das wäre doch nett. Dann hätten wir nur hier diesen Betonteil. Machen wir doch die. Wir haben ja keine weite Strecke. Machen wir ein bisschen runter. Ne, wir machen das so. Und jetzt einmal fett eine Kurve. Genau. Da dürfen wir auch noch ein bisschen runter. Oh, das Spiel hängt gerade. Moment. Jetzt. Ist das okay so? Ja. Ich denke mal ja. Und dann hier ins Gleis rein. Doch, kann man machen. Ob das mit zwei Gleisen auch funktioniert, werden wir dann rausfinden. Schnapp, gekauft. Und jetzt hier aber möglichst... Ach, jetzt bewegen wir uns natürlich wieder abwärts. Das heißt, wir können uns hier... Wir können nicht vernünftig runterkommen. Wir könnten hier... Entweder machen wir das, das geht schon mal nicht. Oder wir machen hier nochmal das. Ja, irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das gefällt. Vielleicht ein bisschen näher ran. Irgendwie hat es natürlich schon was. Wenn man hier dann so daher gefahren kommt und hier ist einfach so eine Betonwand. Doch, das sieht cool aus. Das sieht definitiv cool aus. Das hat sowas von einer wirklich modernen Stadt. Dann gehen wir hier aber ein bisschen zurück, damit wir die Wand ein bisschen kurviger machen können. So, also das wäre bis hierhin dann eher gerade. Und hier runter gern ein bisschen kurviger. Und dann irgendwie hier vielleicht sogar ran. Oh, wir sind schon hier unten. Seht ihr das Problem? Oh, hier kommt schon dieses Gleis. Wir fahren hier zurück. Wir müssen die Weiche hier irgendwo machen können. Und das wird schwierig, wenn wir hier natürlich noch so in der Höhe drin sind. Ich mache mal die andere zur Kontrolle, ob es nicht doch geht. Ah, blöd. Sonst müssen wir das hier eigentlich nochmal verlegen, dass wir hier später die Möglichkeit geben, dass man später noch rüberkommt, wenn wir da runterkommen. Ja, aber dann haben wir hier eingleisig. Nee, das ist definitiv nicht ideal. Wie sieht das denn aus? Irgendwie, es hat was, aber... Naja, irgendwie so ganz... Wisst ihr was, ich nehme es nochmal weg, weil es bringt eh nichts, wir kommen ja... da nicht ins Gleis rein. Wir müssen da wirklich ins Gleis reinkommen. Das muss Priorität Nummer 1 sein. Und jetzt mal gucken, wie wir das am besten schaffen. Es ist natürlich einfach blöd, weil es runter geht. Da ist die ganze Brücke eigentlich. Sollen wir nochmal rüber? Könnten wir. Bringt noch nichts. Was sollen wir da hinten? Wir müssen ja in dieses äußere Gleis. Wir machen es mal von hier aus. Also, wenn wir hier die Weiche haben. Das klappt. Wenn wir jetzt hier rausgehen und hier rauf wollen. Steigung zu groß. Okay. So, maximale Höhe. Ah, geht immer noch nicht. Was haben wir hier für einen Unterschied? Ja, von 200 Metern. Gut, dann machen wir die Brücke anders. Da müssen wir mit der Brücke definitiv schon früher runter. Wir müssen mal gucken, ob wir das können. Ich hoffe es. Hier noch nicht, hier bleiben wir mal noch. Ne, hier gehen wir auch schon runter. Ganz einfach. So, bis hier hin. Ja, das ist zu weit unten, da kommen wir nicht rüber. Das müsste funktionieren. Mal gucken, ob es klappt. Jawohl, das klappt. Und jetzt hier aber nochmal die Kurve. Und ja, geht nicht wegen den Gleisen, das ist das Maximum. Da machen wir hier ein bisschen mehr Weg. Machen wir das mal so. Ganz runter und gucken, ob wir dann hier... Aha, okay, so kommen wir da rein. Das ist ja wunderbar. Aber zu spät. Okay, blöd. Dann müssen wir hier vielleicht doch noch ein bisschen weiter so. Und dann die Kurve, Mann. Ich baue es mal. Wir können es jederzeit wieder abreißen. Und wenn wir jetzt hier zurückgehen... Na, dann kriegen wir wahrscheinlich die Kurve nicht hin. Das wird so oder so grausam eng, was die Weiche angeht dort.
Naja, mal testen. Kommen wir hier noch rein? Ja, komm rein. Wo ist die Weiche? Hier ist die Weiche. Das ist ja wunderbar. Das klappt tatsächlich. Gut, wollen wir in dieses Gleis oder wollen wir in dieses? Ja, da das eingleisig ist, können wir es noch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es zweigleisig funktioniert. Wir bauen es mal noch nicht. Wir bauen erstmal das zweite Gleis. Dann wissen wir, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das geht schon mal mit der Mauer. Und jetzt hier mitnehmen. Momento. Die Straße dürfen wir da nicht vergessen. Die kommt natürlich auch. Ach, das geht schon. Oder geht's nicht? Moment. Hier einfach ranpappen. Dankeschön. Und mitnehmen. Ja, das geht problemlos. Gut. Dann haben wir hier eigentlich das Gleis, wo wir runterfahren. Das wäre dann dieses rechte. Das würde passen. Und es ist vor der Weiche. Das passt auch. Und dann haben wir hier dieses Gleis. Das geht dann hier so raus. Wenn da Signale im Weg sind, dann müssen wir das natürlich entsprechend ändern. Sind aber nicht. Können wir bauen. Wobei wir die Signale trotzdem ändern müssen. So, bestens. Jetzt bauen wir hier oben noch eine Weiche. Kriegen wir die da hin? Ja, das müsste gehen. Platz haben wir. Mal gucken, ob das mit der X-Weiche funktioniert. Von wegen Steigung zu groß. Jawohl, ich habe es geahnt, denn es geht abwärts. Das funktioniert tatsächlich halt einfach am besten, wenn es eben gebaut ist. Ja, geht nicht. Also oldschool. Hier rüber. Ah, oder können wir hier eine bauen? Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Auf diesem Betonblock. Steigung zu groß. Ich glaube, es würde in der Theorie wird's gehen. Vielleicht hier erst. Also auf der Brücke geht es auch. Es geht eigentlich überall. Doch, doch, das funktioniert auch. Dann haben wir hier einfach einen relativ großen Bereich, den wir dann eingleisig befahren müssen. Gut, hier passt. Hier unten brauchen wir keine Weiche. Hier haben wir eine, wo wir hier reingehen. Jetzt müssen wir auf die Signale noch achten. Ja, das machen wir gleich mal jetzt. Ich wollte gerade sagen, haben wir hier zwei Signale hintereinander? Nö, haben wir nicht. Unterschiedliche Strecken. Wisst ihr was, bevor wir die Signale machen, machen wir mal die Linie. So, neue Linie. Oh, schwarz. Hatten wir schon mal eine schwarze Linie? Ich glaube nicht. Okay, hier rauf, hier runter, hier rein. Und mal gucken, was wird uns empfohlen. Ja, ja, klar. Gleiches Gleiche nutzen. Das müssen wir wieder ändern. Machen wir. Aber ansonsten in der Theorie hier unten. Ja, passt auch. Fahren sie hier rüber, fahren hier rauf und da vorne fahren sie rein. Gut, dann machen wir die Signale entsprechend. Nehmen wir doch mal dich. Das wäre dann mal hier vor der Weiche. Okay. Was haben wir hier an Weg? Ja, ich würde sagen, da machen wir nicht viel, sondern machen hier unten dieses Signal. Dann brauchen wir natürlich hier eins. Gucken, wo haben wir das andere. Das ist weit genug weg. Das ist wunderbar. Gegenrichtung. Kommen wir hier. Da haben wir... hier keines. Moment. Nee, doch, hier haben wir eines. Ich muss mal das Signal wegnehmen. Ich weiß nicht, welches steht und welches ich an der Angel habe. Das ist für die Linie. Okay, das ist uns dann egal. Wir müssen gucken wegen dem Signal hier. Ah, das ist perfekt. Guck mal, das ist genau vor der Weiche. Aus lauter Glück und Zufall. Okay, passt. Da haben wir die Gegenrichtung dort. Hier haben wir die Gegenrichtung hier. Da kommt keins mehr. Okay, das heißt, wir brauchen hier noch eins. Einfach ordentlich entfernt. Das machen wir mal hier unten hin. Okay, und jetzt nochmal die Linie kontrollieren. Diese schwarze. Das passt noch. Okay, gut. Und hier entlang und hier rüber, die machen genau das gleiche, wie sie bei der anderen Linie machen. Das ist perfekt, genau so wollten wir das. Und hier oben geht es dann rein und hier oben werden wir entweder hier rein oder da rein. Das ist dann eigentlich schnuppig, wenn wir sagen hier rein. Das heißt, wir brauchen hier wieder einen Wegpunkt. Okay, dann brauche ich diese schwarze Linie, die wir dann noch benennen. Und das wäre dann vor Bechhofen Ost nach Langberg hier lang. Und dann geht sie da rein. Nochmal kontrollieren. Ja,
Passt soweit, okay. Sehr schön, noch benennen. Das wäre dann Baumaterial. Blödsinn, Kunststoff, nicht Baumaterial. Nein, was erzähle ich denn? Nee, Baumaterial, Kunststoff brauchen wir in keiner Stadt. Jetzt habe ich irgendwie das Dingens hier verloren. So, jetzt habe ich es wieder. Baumaterial für Langenberg. So, haben wir auch. Die Lokomotive fehlt noch. Die können wir wahrscheinlich sogar da drin kaufen, dann würde ich sagen. Und ja, an der Form, die, so wie ich das jetzt gesagt habe, merkt ihr, die können wir dann kaufen. Ja, die Folge ist zu Ende. Wir haben schon wieder fast ein bisschen Überzeit. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir gucken jetzt zum Abschluss noch ganz schnell, wie sieht denn unser Zug aus hier? Unser neuer, der Steine transportiert. Aha, der sieht so aus. Und der muss warten, weil hier der Kollege mit dem Baumaterial warten musste. Das sagt mir dann schon, dass wir hier wahrscheinlich demnächst auf 4 Gleise umstellen sollten. Sonst haben wir hier viel zu lange Wartezeiten. Steine haben aber immer noch genug. Eben, ja, zu lange Wartezeiten, definitiv. Gut, ich sage nochmal danke fürs Zusehen und hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Die schöne Dieselok und der Heisi, tschüss. Bis morgen, tschüss.